Seid ihr herzlich willkommen. Die aktuelle Liebesenergie. Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen der Bankgebühren. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. In der Mitte ist dieser Sarg. Das kann natürlich eine erbschaftliche Situation auch sein. Und hier muss etwas noch klären. Aber diese Karte hat eher eine symbolische Bedeutung. Schließt etwas ab. Du bringst etwas zum Ende und kommt die Veränderung und auch ein Neuanfang. Das kann Kündigung sein, ein beruflicher Neuanfang, kann auch Umzug sein oder du schließt bestimmten Kontakten ab und hast du schon neue Verbindungen. Kann auch sein. Dieser Sarg bedeutet manchmal Stillstand, wenn er dich blockiert hat oder war im Rückzug. Das geht zum Ende, weil die Mäuse helfen. Dort, wo die Mäuse sind, fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Die Mäuse entfernen diesen Stillstand. Verändert sich alles, besonders in die Liebepartnerschaft. Und die Wege können bedeuten, er ist schon auf dem Weg zu dir. Oder euren Schicksalswegen kreuzen sie sich und bald kommt zu einem Treffen. Was die Wege noch bedeuten können, Entscheidungen. Weil entweder du oder er erreicht in diesem Lebensweg diese Kreuzung und ihr werdet neu orientieren, welche Richtung soll das weitergehen. Hier wird auch etwas abgeschlossen und kommt diese Veränderung. Die Lilien zeigen reinen Gedanken, reinen Gefühlen oder ihr habt die Möglichkeit, etwas klären, etwas bereinigen. Wenn du eine Dame bist, bist du hier im Bild und hast du Verbindungen, dann das Kind kann natürlich die Kinder auch bedeuten, schöne Verbindung zum Kinder oder ein Neuanfang. Dieser Ring kann Verträgen auch bedeuten. Dann ist es ein beruflicher Neuanfang oder ein Kaufvertrag, Mietvertrag kann auch Umzug auch bedeuten. Was noch verändert sich, das ist die Liebepartnerschaft. Da waren Missverständnisse, Stillstand, aber das geht zu Ende, weil die Störche verändern das. Und das Kind kann dein Unschuld sein oder ein Neuanfang. Und das war die aktuelle Liebesenergie. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.